Hallo und herzlich willkommen zu Windrose, dem Auslandsmagazin im MDR Fernsehen. Und das sind unsere Themen heute. Serbien, Kältehoch lähmt Belgrad. Bulgarien, Umweltsünden im Schnee. Schweiz, Winterzeit im Bergdorf. Und Österreich, Snowboard-Verrückte geben Gas. Es sind besonders die Armen, die in Osteuropa unter der klärenden Kälte leiden. Die Staaten können ihre Bürger oft nicht ausreichend vor den niedrigen Temperaturen schützen. Auch nicht Serbien, wo Arbeitslosigkeit und Obdachlosenzahlen hoch sind. In der Hauptstadt Belgrad leiden die Menschen unter dem plötzlichen Frost. Die Menschen der Mittelschicht, die an den Heizkosten sparen müssen, genauso wie die Obdachlosen, die jetzt kaum noch ein Quartier finden. Thomas Eichberg berichtet. Die letzten Tage waren die schlimmsten, an die sich Saban Bajrami erinnern kann. Dabei lebt er bereits seit 5 Jahren auf den Straßen von Belgrad, ohne Arbeit, ohne Wohnung. Bis jetzt hat er sich mit Betteln und kleinen Geschäften über Wasser halten können. Auch bei Temperaturen von bis zu minus 15 Grad kauft ihm niemand seinen Trödel ab. Heute ist sein Zuhause dieser Müllhaufen mitten im Zentrum von Belgrad. Jetzt fürchtet er um sein Leben und um das seiner beiden Hunde. Richtig satt sind die drei schon lange nicht geworden. Hungrig sei die Rekordkälte noch schwerer zu ertragen als bei früheren Wintern, als er noch Arbeit hatte. 1976 war es das letzte Mal so schlimm, glaube ich. Viele wurden damals krank, das war wirklich furchtbar. Es war so kalt, dass niemand arbeiten konnte. Familie, Arbeit und Wohnung hat Saban Bajrami schon längst verloren. Und er ist nicht der Einzige, der in der serbischen Hauptstadt unter der Kälte leidet. Rund 20.000 Obdachlose soll es geben, gezählt hat sie niemand. Doch der wirtschaftliche Niedergang des Landes hat ihre Zahl in den letzten Jahren stark ansteigen lassen. Viele verfallen dem Alkohol, sind der Kälte jetzt schutzlos ausgeliefert. Stätten zum Aufwärmen gibt es nur wenige, zum Beispiel an den Haltestellen der Regionalzüge. Im Warteraum treffen sich in diesen Tagen Kälteflüchtlinge aus dem ganzen Land. Auch hier geht die Angst vor dem Kältetod um. Schon fast 200 Menschen sind in Osteuropa in den letzten Tagen erfroren. Goran und Istvan ziehen seit Jahren durch Serbien. So schlimm wie jetzt sei es noch nie gewesen, meinen sie. Dabei leiden nicht nur die ganz Armen unter dem Dauerfrost. Weil die Industrie am Boden liegt, sind die Löhne gesunken. Auch wer Arbeit hat, kann sich eine warme Wohnung nur selten leisten. Er arbeite in der Textilindustrie hier in Belgrad, sagt uns dieser Mann. Traurig sei, dass noch vor ein paar Jahren ein Drittel der Serben in dieser Branche ein Auskommen hatte. Jetzt seien es höchstens noch 1.000. Es ist die Armut in Serbien, die die Kälte besonders unerträglich macht, auch für die Mittelschicht. Fast 10% beträgt mittlerweile die Inflation. Vor allem Lebensmittel werden teurer, deshalb sparen die Belgrader an Heizkosten, wo es nur geht. Dušica Mladenovic verdient als Lehrerin noch relativ gut, umgerechnet 450 Euro im Monat, sagt sie. Dazu kämen noch einige Zuschläge, weil sie auf einer Sonderschule arbeite. Davon müsse aber auch die ganze Familie leben. Die verbringt ihre Abende in dicke Jacken gehüllt in der Küche. Denn beheizt wird auch jetzt nur ein einziges Zimmer mit einem kleinen Heizstrahler. Das ist teuer und verbraucht viel Energie. Kosten, die Dušica gern sparen würde, doch sie hat Angst, ihr kleiner Sohn könnte krank werden. Aber immerhin, die Mladenovics haben ein richtiges Dach über dem Kopf. Andere Behausungen in Belgrad bieten noch weniger Schutz vor der Kälte. Vor allem Roma-Familien und verarmte Serben leben mit ihren Kindern in Slums wie diesem. Auch Marina Nedeljković kann sich nur mit ein paar Pappen und Decken vor der Kälte schützen. Wärme kommt lediglich von einem kleinen Holzofen, der ununterbrochen gefüttert werden muss. Wenigstens kann die 21-Jährige so die Kleidung ihrer Tochter trocknen. Doch schon einen Meter neben dem Ofen herrschen wieder lebensgefährliche Minusgrade. Zu viert haust die junge Familie auf 5 Quadratmetern. Wir haben kein Geld und keine andere Möglichkeit. Sehen Sie mal, wie dieses Kind schläft. Zum Glück sind die Kinder gesund. Ich habe ein Mädchen, das ist 2 Jahre. Ich komme kaum über die Runden. Aus jeder Ecke zieht es.
Diese Art zu heizen ist lebensgefährlich. Immer wieder entzündet der Funkenflug die Papp- oder Holzhütten. Erst vor ein paar Tagen seien die Bewohner dieses Hauses im Schlaf fast verbrannt, erzählen die Nachbarn. Erfrieren oder verbrennen, das seien hier in diesem Winter die Alternativen. Rund 2000 Menschen leben in dieser Siedlung, die es in unterschiedlicher Größe in ganz Belgrad gibt. Hilfe gegen den Hunger oder die Kälte gäbe es keine, klagt eine Nachbarin. Bei der Kälte hat sogar der Trödelmarkt geschlossen. Selbst dort können wir jetzt nichts mehr verdienen. Wenigstens für die Jüngsten gibt es ein Plätzchen im Warmen. Zumindest tagsüber. Ab früh um 7 finden bis zu 50 Kinder der Hüttenviertel in dieser Tagesstätte Unterschlupf und einen geregelten Tagesablauf. Der Platz reicht hinten und vorn nicht. Gerade 4 Notfallbetten für kranke Kinder gäbe es, sagen die Betreuer. Doch von hier aus werden die Kinder in die Schule geschickt, können an Projekten teilnehmen, sogar eine eigene Zeitung bringen sie heraus. Gesichter der Straße. Am Abend bereiten sich die Armen von Belgrad wieder auf die zweistelligen Minusgrade vor. Saban Bayrami hofft, dass er und seine Hunde auch diese Nacht ohne Erfrierungen überstehen werden. Also ein eigenes Haus, das wäre jetzt wirklich nicht schlecht. Und weil kein Geld für Räume und Betten da ist, werden punkt 22 Uhr auch die Kinder aus der Tagesstätte wieder zu ihren Familien in die kalten Hütten geschickt. Die nächste Frostnacht steht bevor. Schützen kann sie der serbische Staat davor nicht. Bansko im bulgarischen Pirin-Gebirge hat sich zum bedeutendsten Wintersportort Osteuropas gemausert. In wenigen Jahren entstand dort eine komplette Skiarena mit fast unzähligen Abfahrten und Liften. Und der Ort soll noch weiter wachsen. Sehr zum Missfallen der Umweltschützer. Denn wegen der Pisten mussten zahlreiche Bäume gefällt werden. Und es soll noch mehr werden. In Sofia lebt Mihail. Und Mihail liebt die unberührten Berge in Bulgarien. Und damit die auch unberührt bleiben, hat er zum Protest gerufen. Vor allem junge Menschen sind gekommen ins Stadtzentrum vors Parlament. Skisportler, Umweltschützer, Studenten leisten Widerstand gegen alte Seilschaften in der Regierung. Denn korrupte Geschäftsleute und Politiker könnten aus Gier den traditionellen Wintersport in Bulgarien zerstören. Wir protestieren hier, weil wir fürchten, dass das Parlament ein wichtiges Gesetz ändern könnte. Das würde aber nur einem einzigen Tourismusunternehmen nützen, nicht aber den Menschen und nicht dem Land. Um zu verstehen, wofür Mihail und seine Freunde kämpfen, muss man hierher kommen. Im Pirin-Gebirge, 100 Kilometer südlich der Hauptstadt Sofia, kann man ihn noch erleben, den traditionellen bulgarischen Winter. Mit viel Folklore, deftigem Essen und der Einsamkeit der Berge. Doch mit den geplanten Änderungen im Waldgesetz dürften private Investoren Lifte, Hotels und Straßen in den staatlichen Wäldern bauen, ohne Ausschreibungen zum Schnäppchenpreis. Mihail träumt stattdessen von einem sanften Tourismus, der Respekt zeigt vor der Natur und den Menschen in den Gebirgen. Der Prozentsatz für alternativen Tourismus, der schonend zur Umwelt ist, ist bis jetzt leider verschwindend gering. Stattdessen gibt es Orte wie Bansko, mittlerweile der größte Skiort Europas. Noch vor 10 Jahren ein verschlafenes Dorf, heute ein Ort im Dauerstau. Offiziell gibt es Platz für 40.000 Gäste, doch Mihails Kollegen zählen fast 70.000 Betten. Vergleichbare Skiorte in den Alpen bieten gerade 10.000. Jetzt stehen viele der oft illegal gebauten Hotels leer, Apartments werden zu Schleuderpreisen angeboten. Dabei liegt das Skigebiet um Bansko mitten in einem sensiblen Nationalpark. Die Umweltschützer werfen den Betreibern vor, statt der genehmigten 100 Hektar Fläche für Skianlagen das Doppelte zu nutzen. Die Pisten seien zu breit, manche Hotels und Lifte hätten nie gebaut werden dürfen. Doch selbst die Skischulen gehören hier alle zur gleichen Firma, Julen. Hauptaktionär ist die First Investment Bank. Einer der Mehrheitsbesitzer, Zeko Minjev, ist gleichzeitig Vorsitzender des bulgarischen Skiverbandes. Umweltgruppen werfen ihm vor, korrupte Politiker an seinem Skiimperium zu beteiligen, die dann profitieren,
wenn bei Bauprojekten im Nationalpark ein Auge zugedrückt wird. Wer genau an dem Firmengeflecht beteiligt ist, weiß offiziell niemand. Obwohl die vielen Skifahrer den Nationalpark schon jetzt überfordern, will das Ski-Imperium weiterbauen, erklärt der Sprecher. 2000 Menschen können wir mit unseren Gondeln derzeit pro Stunde auf den Berg bringen. Unser Traum ist es aber, noch eine Gondelbahn zu bauen, sodass noch mehr Touristen hierher kommen können. Und falls durch die Klimaerwärmung der Schnee ausbleibt, stehen 230 Schneekanonen zur Verfügung, die die sensible Natur im Nationalpark weiter angreifen. Sogar auf die Gipfel könnte man in diesem Fall ausweichen, sagt der Sprecher. Für die Umweltschützer eine Kampfansage. Der Verein For the Nature hat die Bausünden von Julen akribisch dokumentiert. Von 16 Pisten seien 14 zu breit, heißt es. Uralte Bäume wurden gefällt für Gebäude, die nie in dieser Größe genehmigt wurden. Die lilafarbenen Striche auf dieser Karte bezeichnen die genehmigten Skipisten, die orangefarbenen den tatsächlichen Verlauf. Jetzt drängen die Skiinvestoren auf eine Änderung des Waldgesetzes. Davon würde das Unternehmen vor allem im Vitosha-Gebirge profitieren, dem Hausberg der Hauptstadt Sofia. Um eine Baugenehmigung zu erpressen, hat die Firma in diesem Winter kurzerhand die Lifte angehalten. Das trifft vor allem die Bürger Sofias, die hier normalerweise für wenig Geld Skifahren können. Ohne weiteren Ausbau würde sich der Betrieb nicht lohnen, argumentieren die Betreiber. Die wenigen Gäste, die in diesem Winter zum Abfahrtslauf ins Vitosha-Gebirge kommen, müssen auf eigenen Füßen nach oben stapfen. Dadurch sind auch die Skiverleiher praktisch arbeitslos. Sie stehen vor dem Aus, weil ohne Lifte die Kundschaft wegbleibt. Und dann erfährt Mihail vom Chef der Skischule, dass die Liftbetreiber zum nächsten Schlag ausholen. Künftig sollen die privaten Skilehrer über 1000 Euro für eine Saisonkarte am Lift zahlen, praktisch den gesamten Jahresgewinn. Die Schule müsste dann schließen und das Skifahren könnte für Bulgaren bald unbezahlbar werden, fürchtet Mihail. Der Tourismus in Bulgarien muss nachhaltig werden und er muss allen Betreibern eine Chance geben. Vor allem darf es keine Monopole geben. Der Wintersport ist für alle da. Jetzt wollen Mihail und seine Freunde jenseits der großen Konzerne eine Alternative bieten. Gemeinsam haben sie deshalb eine Firma gegründet. Mitten in Sofia versuchen sie Angebote für Schneeschuhwanderungen, Langlauf und Eisklettern zu entwickeln. Eine echte Marktlücke, hoffen sie. Der alternative Tourismus ist in Bulgarien kaum entwickelt. Ich denke, es gibt in Bulgarien ein riesiges Potenzial, diese Art Sport zu etablieren. Die jungen Umweltschützer sind aktiv. Gegen die Korruption zwischen Skiunternehmen und Politikern für eine intakte Natur. Sie hoffen, die Änderung des Waldgesetzes noch verhindern zu können, damit die bulgarischen Gebirge nicht der Gier einzelner Unternehmer geopfert werden. Wenn Sie beim Gedanken, nach draußen zu gehen, schon frieren, dann kann ich Sie trösten. In Europa gibt es Orte, die weitaus niedrigere Temperaturen zu bieten haben als hierzulande. Minus 52,5 Grad wurden im Februar 1991 auf der Glattalp in der Schweiz gemessen. Eine Tiefkühltruhe ist eine Sauna dagegen. Aber dort oben auf der Alp lebt im Winter niemand. Wir wollten wissen, wie die Menschen mit Schnee und Kälte fertig werden. Im Dorf Hinterrhein im Kanton Graubünden sind wir fündig geworden. Die 100 Einwohner kämpfen regelmäßig von November bis März mit den Schneemassen. Neuschnee, soweit das Auge reicht. Und der Himmel beschert Thomas Egger heute noch viel mehr davon. Der Schweizer nimmt das Wetter sportlich. Seine Einfahrt frei zu schaufeln ist für den Landwirt morgendliches Muskeltraining. Ja gut, das sage ich mir schon auch manchmal, auch schon wieder Schnee räumen. Aber dann kann man ja sagen, es gibt wieder eine schöne Piste. Oder ja, so hat man auch Freude am Schnee. Täglich meterhoher Neuschnee lassen Thomas und seine Nachbarn kalt. Die 100 Dorfbewohner haben gelernt, damit umzugehen. Alle Jahre wieder ist das nunmehr 740-jährige Dorf monatelang zugeschneit. Auch eisiger Wind bringt Egger nicht aus der Ruhe. Der Bergbauer ist hart im Nehmen.
Nur 2,2 Grad Celsius zeigt das Thermometer im Jahresmittel. Damit ist es hier so kalt wie im hohen, fast unbewohnten Norden Europas. Sein Vieh muss deshalb 7 Monate im Stall verbringen. Ohne Streicheleinheiten wären Kühe und Kälber darüber mächtig sauer. Zusätzlich verwöhnt sie Thomas täglich mit einem Spaziergang. Und den genießen Rinder und Bauer gleichermaßen. Etwas anderes bleibt ihnen nicht übrig. In gegenseitiger Abhängigkeit verbringen sie ihr halbes Leben im Schnee. Es ist da Verbundenheit hier und die ganze Existenz, den Bauernhof haben wir hier und ja, wer hier mal gelebt hat, lange, geht nicht so schnell weg. Wintersportler lassen Hinterrhein links liegen und der eidgenössische Schneepflug kümmert sich nur um die Umgehungsstraße. Das Dorf bleibt sich selbst überlassen und auf seinen Schneemassen sitzen. Für verweichlichte Großstädter, die solche Schneemassen in Panik versetzt, haben die Bewohner nur ein kühles Lächeln übrig. Nicht einmal allradgetriebene Autos fahren sie hier. Zugegeben, das müssen sie auch nicht. Ihr Dorf ist so klein, dass Ställe und Nachbarn zu Fuß zu erreichen sind. Schon im 15. Jahrhundert haben Eggers Vorfahren das Wohnhaus gebaut. Thomas wird das Familienerbe übernehmen. Ehrensache für den zweitgeborenen Sohn. In Muttis Küche finden selbst seine Freunde immer Kaffee und Kuchen. An winterliche Hungersnöte kann sich der Bergbauer nicht erinnern. Seit jeher wissen sie hier, dass der Winter kommt und kaufen entsprechend ein. Und sollten Schnee und Eis doch einmal Probleme bereiten, auf die Nachbarn ist Verlass. Eine Hand wäscht hier die andere. Ehrenamtlich räumen Nachbarn das ganze Dorf. Dafür helfen ihnen andere bei der Landwirtschaft. Einer für alle und alle für einen. Diese Parole wird, zumindest witterungsbedingt, hier oben noch ganz groß geschrieben. In einem so kleinen Dorf ist der Zusammenhalt sowieso groß und auch notwendig, weil sonst ja, kann man hier nicht oder schlecht leben. So. Wenn man nicht dazugehört oder ja, mitmacht. Thomas darf dank seiner kaufmännischen Ausbildung die Gemeindearbeit im Warmen verrichten. Er kümmert sich um die Buchhaltung. Sein Freund hingegen muss in Eiseskälte schuften. Heute mit dem Cabrio-Traktor Schnee zu räumen, ist wahrlich kein Vergnügen. Doch wenn es darauf ankommt, beißen alle Hinterrheiner mit Freude ihre Zähne zusammen und trotzen gemeinsam zu viel Schnee und Eis. Das Leben mit der Kälte hat sie zusammengeschweißt. Wenn Sie in diesem Jahr schon im Skiurlaub waren, dann haben Sie sicher festgestellt, auch auf den Pisten wird alles viel schneller und verrückter. Funparks und Halfpipes, auf denen sich Snowboarder austoben, gehören inzwischen fast zu jedem Skigebiet der Alpen dazu. Pisten-Junkies werden sie mitunter ein bisschen abschätzig genannt, aber die wahren Junkies wollen von den Pisten nichts mehr wissen. Das ist ihnen schlicht und ergreifend zu langweilig. Sie suchen neue Herausforderungen, etwa an Staudämmen und Baggern. In Gedanken fliegen sie schon längst durch die Luft. Chris Kröll, Mario Wanger und Benny Wetscher. Sie sind verrückt nach Action. Die Österreicher aus dem Zillertal zeigen, wie man richtig abhebt. Doch dazu brauchen sie erstmal mehr Dampf unterm Brett. Ah, viel zu langsam. Dadurch, dass wir schon so lange Snowboard fahren, sucht man natürlich immer was Neues. Und was, wir sind in der ganzen Szene ziemlich aktiv. Das heißt, wir müssen natürlich auch schauen, dass wir Sachen machen, die das Ganze ein bisschen pushen, die das ein bisschen weiterbringen. Wir können nicht immer quasi auf der gleichen Stelle bleiben und immer nur das gleiche Zeug machen, die gleichen Parkjumps fahren, sondern wir wollen uns auch weiterentwickeln. Wir müssen auch rausgehen und uns die Spots suchen. Das heißt, es geht ja nicht so, dass man jetzt irgendwo hingeht und dann gleich von irgendeinem Haus ein Rail fahren kann, sondern es ist ja meistens Privatgrund oder sonst irgendwas. Man muss schon schauen, dass das dann passt. Heute sorgt ein Bungee-Seil für den notwendigen Kick. Und wenn das dann ordentlich straff ist, dann geht so richtig die Post ab. Und zwar an einem Lawinentunnel. Durch den fahren sonst Autos und heute geht's über eine Rampe an die Wand.
Sonntag. Chris fährt seit 12 Jahren als Profi von Spot zu Spot. Immer mit dem gleichen Ziel, rauf aufs Board und am Ende stoked sein, wie er sagt. Sein Ausdruck für das ultimative Glücksgefühl. Snowboarden war einfach von der ersten Minute an Bang, es war Love. Seitdem, ja, das ist Teil von meinem Leben und ich mache es fast jeden Tag. Also 250 Tage im Jahr stehe ich auf dem Snowboard. Sehr cool, wenn wir jeden Tag rausgehen können und dann im Endeffekt auch Frischluft haben, Natur, Mountains. Ich bin da aufgewachsen, auf die Berg und das taugt mir. Das ist echt cool. Tirols Täler. Hier toben sich die Jungs im Winter aus. Und heute wartet was ganz Besonderes. Etwas, das Chris, Benny und Mario so nie vorher gemacht haben. Wir wollen ja auch natürlich Spaß haben. Wir wollen ja nicht daherkommen und sagen, uns denken, boah, das ist jetzt schon ziemlich sketchy und boah, eigentlich will ich es nicht machen, sondern wir wollen das schon so hinschaufeln und machen den Spot, dass es uns dann auch taugt zum Fahren und dass wir auch Gaude haben. Dass wir öfters rauflaufen und uns denken, so jetzt gleich nochmal, weil es so cool ist. Aber du kannst den oberen Arm noch auftun ein bisschen, oder? Stopp! Doch bei all dem Sonnenschein und der vielen Freude, nicht immer geht alles glatt wie heute. Deshalb Vorsicht beim Nachfliegen. Auch mit dem Zuschauervideo bleiben wir in einer eher kalten Region. Theo Koch war in Grönland. Das Grönlandeis schmilzt und der hohe Norden ist für Pauschaltouristen interessant geworden. Viele kommen vorzugsweise mit dem Kreuzfahrtschiff und lassen die arktische Wildnis ganz entspannt an sich vorüberziehen. Je mehr sich das Klima erwärmt, desto schneller kalben die Gletscher. Die Eisberge schwimmen wie Kunstwerke an der Reling vorbei und alle sind begeistert. Theo Koch bereist die Ostküste Grönlands, eine raue Fjordlandschaft, die es den Menschen nie leicht gemacht hat zu überleben. Der Nebel lichtet sich. Im Sommer scheint die Sonne hier 24 Stunden am Tag. Deshalb heißt die Küste auch arktische Riviera, was touristisch gut ankommt. Die Lebensweise der Grönländer hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr verändert. Sie wurden von der Steinzeit in die Moderne katapultiert, nicht ganz ohne Folgen. So hat der Berufsstand Jäger an Bedeutung verloren und die Menschen sind auf der Suche nach einer neuen Identität. Für viele ist das nicht einfach. Sie flüchten in den Alkohol und die Selbstmordrate ist an der Ostküste weltweit am höchsten. Zum Abschied wird das Schiff von mehreren Walen eskortiert. Das ist heutzutage nichts Ungewöhnliches mehr. Denn die Walfangquoten sind streng und die Bestände von Moby Dick und Co. konnten sich gut erholen. Besonders ein Exemplar bietet mit seiner Schwanzflosse ein beeindruckendes Schauspiel. Das war die Windrose für heute. Nächsten Sonntag gibt es dann an dieser Stelle wieder eine Windrose-Reportage. Der Titel ist Träumen, überwintern unter Palmen. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.